Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommandant 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und nach einiger Zeit ist er wieder dabei mit dem nächsten Panzer, der Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X. Hier mit dem Panzer, Mutz, ne? Panzer 58 Mutz, besser gesagt. 8er Premium Panzer der deutschen Fraktion. Gehört aber, glaube ich, der Schweizer Armee eigentlich dran an. Ist aber hier unter dem deutschen Forschungsbaum. Ja, zwei Gunmax hat er schon drauf. Auf dem Weg zur dritten Gunmark. Wir sind auf der Map Prokhorovka gelandet, in einem 10er, 9er, 8er Battle im Süden gestartet. Und wir haben hier ja, 4 10er, 4 9er, 7 8er oder 4 Heavys, 3 Mittlere Panzer, 6 TDs, 2 Lights. Oh, ihr schleidet da rum hier. Wahnsinn. Ja, und 0 mal die Arti. Und das auf Prokhorovka. 0 mal die Arti. Ja, Munitionsverteilung, 10 mal AP dabei. Ne? Mit 250 Damage, 212 Durchschlag, 28 Mal Premium Munition, APCR dabei, mit 259 Durchschlag. Ja, schon mal zwei Schüsse in den AE, Phase 1 in den gegnerischen. Schon mal rund 500 Damage eingeharmst. Dann hat er noch 10 Mal HE dabei, mit 330 Damage, 90 Durchschlag. Ja, gleich AE, Phase 1 rausgeschickt, erster Kill. Auch nicht schlecht. Er selber hat ja mir geschrieben, dass er den Panzer gar nicht mag. Aber, ja, man muss ja so alle Panzer mal durcharbeiten, sagt er sich. Kommen wir zur Ausstattung. Ja, kleines Medkit, kleines Redkit und Schokolade als Ration für die deutsche Crew. Aber da geht es schon weiter hier in der Mitte am Bandam. Ist der Conqueror. Aber hier gibt es erstmal Gedrängle mit dem Conway, der sehr bunt ist. Feldausrüstung kann ich euch noch was zu erzählen. Ja, Lüftung auf Position 1, Optik auf der 2 und Ansitzer auf der dritten Position. Vorstoß einstellen. Ja, sollen Vorstoß einstellen hier. Warum? Lass ihn doch. Interessanter Kommentar hier. Wir gucken mal hier nach der Mission. Das ist Lok 2. Adamant-Panzerung in Richtung 200, Objekt 279F aktiviert. Schüsschen auf das Objekt 703-222. Premium Doppelrohrpanzer. Der mal in den Weihnachtspaketen war. Gerade aufgeklärt. Auch ein Premium-Panzer. Heute ist wieder Tag der Premium-Panzer, ja, wa? Wenn man das so sieht hier. Oh, der Conqueror, der kriegt aber richtig da. Ciao, der Conqueror ist raus. Schlechten Job gemacht, würde ich mal sagen. Wieder AE Phase 1 auch. Unnütz den Panzer weggeschmissen, aber egal. Zum Vorteil des Teams hier. 3:3 steht es. Oh, schöner Schuss auf den 121 und der kriegt noch eine rein. 232 Hitpoints bleiben, die im 121 noch stehen. Der Garde kommt so weg. Reloadzeit hier 6,3 Sekunden. Und eine Einziehzeit hat der Mutz hier von 2,2 Sekunden. 10 Grad kriegt er die Kanone nach unten. Und mit den beiden Ketten ist das Teil mit 50 km/h auf normaler Strecke vorwärts. Schnell und 20 rückwärts, also vorwärts 50 km/h. Klar. So, jetzt den Garde erstmal seitwärts am Turm getroffen. Und zack, raus damit. Zweiter Kill. Den Garde rausgenommen. So, was dümpelt denn hier unten in dem Teich rum? Der Light M4190 Grand Final. Ja, auch ein Premium-Panzer. Ja, Schusswechsel hier. Und der M4190 dreht sich um, der Bulldog. Und raus geht der Bulldog. ...8:3... ...2000 Damage, 240 geblockt, 2322... Aufklärungs- und Unterstützungsschaden.
doof. 10 Minuten sind rum. Quatsch, 5 Minuten sind rum. So rum. 10 Minuten haben wir noch. Oh. Der Schuss ist aber nicht noch zwar noch angekommen, aber da war der Panzer schon raus. 9:4. Ui, der geht da auf hier und kriegt von dem tschechischen TD eine rein, von den SH, PTK, TVP, was für ein Name. Ah, der Panzer oder diese Panzerreihe ist ja seit dem Patch 1.17 erst dabei. Ich selber habe den noch gar nicht gespielt, weil ich und ewig nicht mehr gespielt habe. Heute sind hier in meinem Aufnahmestudio, nein, ich habe kein Aufnahmestudio, sondern normal mein Zimmer. Und da sind hier am Tage 35 Grad drin. Der Ventilator steht neben mir, lüftet ein bisschen warme Luft mir durch. Aber es geht gerade so zum Aushalten. Ui, da gibt es noch mal eine zweite Kelle hier. Von den Peter. Von NS, von den SH, PTK, TVP. Kann man da nicht für einen kürzeren Namen nehmen? Ich verhassle mich jedes Mal dabei. Ja, und zu dem Mutz kann ich gar nichts sagen. Den Premium-Panzer habe ich nicht. Ist nicht mein Ding. Scorpion. Ohne G. Ohne das Krabbeltier an der Seite. Mit der normalen Tarnung drauf. Tschüss. 11:6. Und damit Objekt 263. Schöner Seitentreffer. So, jetzt haben wir hier den TD. Nächster Seitentreffer. Ah, Kette. Ja, da bleibt damit die Heat in der Kette hängen. Der SHPTK DVP. Und zack, raus damit. Ja, sehr schön. Wir sind bei 3000 Damage und 3442 Aufklärungsunterstützungsschaden. Was haben wir jetzt noch? Hier den 114 SP2, EBR 105. Und da ist der gerade gewesen. Der 114 SP2. Und nochmal ein Schüsschen drauf, jawohl. Und da geht er raus. So, Objekt 263 noch. Die Gegner wurden zusammen rasiert und wegrasiert, besser gesagt. Zusammengekehrt und wegrasiert. Ich habe heute schon wieder meinen Versprechertag. Ah, das Objekt flüchtet. Dreht jetzt aber bei. Sollte er... Nee, fahr weg. Ah! Getroffen. Und das Objekt geht auch raus. Naja, dann geht es ja. Ja, schöne Runde. Wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja. Am Ende der Runde hat er noch geschrieben in dem Chat. Ja, schöne Runde. 8K kombiniert. So, und hier die Überschrift Panzer 58 Mutz Ace 4,4K Damage 4 Spot im 10er Game. Und da haben wir hier das Panzer, dann haben wir Speer, wirkungsvoll 163.103 Credits, XP kommen später, Unterstützermedaille, gehen wir Team Score, 4.466 Damage, 2 Kills, 1.655 Basis XP, die meisten Basis XP im Team. Rekommendierten Report rein, 21 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 17 Mal durchschlagen, einmal Splash. Dann haben wir hier 1482 Damage über 300 Meter, 490 des Block ist geblieben. Und dann hier 4061 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Teammitglieder. Macht einen kombinierten Schaden von 8527, ist sogar ein bisschen mehr geworden. Und dann haben wir hier 3 Kilometer ist er gefahren. Dafür gab es 108735 Credits abzüglich Repair, Munition, Ration und Git. Bleiben 52338 Credits über das Ganze in 8 Minuten 23. Dann hat das Objekt 263 Donner zugeschlagen, aber kurz danach ist es auch rausgegangen und die Runde ist erfolgreich zu Ende gegangen. Haben wir ja gesehen. Und dann die Basis XP plus Bonus fürs Premium-Fahrzeug 248 macht 2731 XP und 125 freie Erfahrung. Jawohl. Ja, wie gesagt, eine schöne Runde hier mit diesem Panzer, den er eigentlich nicht mag. Ja, und es war ein guter Schritt
in Richtung dritte Gunbark. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.